Hallo und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ich bin Mr. Cutterfear, let's play in das Kaninchen. Und wir haben den Kugeln den Krieg erklärt. Wir werden dafür sorgen, dass der Mars wieder den Menschen und den Robotern gehört und nicht den Spiegelsphären. Dafür sind wir nicht nur fleißig am Forschen, sondern, viel wichtiger, wir sind ganz fleißig dabei, die Kugeln alle einzufangen und in Edelmetall damit in elektronische Geräte umzuwandeln. Um dann, sehr bald, was wurde jetzt erforscht? Fabriken-KI, achso, diese Kugeln wegzuhaben. Das nutzen wir natürlich auch sofort. Kostet elektronische Geräte, aber wir brauchen das, denn wenn wir irgendwann nicht mehr in der Situation sind, diese Kugeln als Rohstoffquelle zu haben, wie hier gerade fleißig, so, dann müssen wir gucken, dass wir trotzdem irgendwie noch an die nötigen Materialien rankommen. Und dafür brauchen wir entsprechend die Produktion. Edelmetall ist hier wirklich auch Nahrung. Ach, Nahrung. Ja, ich habe ja die dritte Farm aufgebaut. Die wird nachts arbeiten. Dann haben die so einen schönen Zyklus. Na, der arbeitet, die arbeiten morgens, die arbeiten mittags, die arbeiten nachts. Hier haben wir noch weitere Kindertagesstätten aufgebaut. Ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, eine Kindertagesstätte hier aufzubauen. Ach ja, guck mal. Wir sind alle leer. Wieso sind die denn alle leer? Wir haben viele freie Arbeitsplätze. Aber guck mal, es passt perfekt. Wir haben genauso viele Arbeitsplätze wie freie Wohnungen. So muss das sein. Hier haben wir noch freie Arbeitsplätze. Da müssten noch irgendwie 10 Leute gerne drinnen wohnen. Das wäre sehr schön, aber das kriegen wir nicht untergestellt. Vielleicht müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen mehr die Arbeitsplätze wegrationalisieren hier. Weg, weg. So, damit haben wir nämlich nur noch 2. Oh. Haha. Bei der Sicherheitsstation vielleicht noch ein paar Leute rein sind? Nee, sind noch genügend Arbeitsplätze. Sehr gut. Dann hier, arbeitslos. 2 Leute sind arbeitslos. Nein. Immer noch arbeitslos? Einer? Einer ist noch arbeitslos? Ah, deaktivierte Arbeitsplätze. Sehr gut. Guck mal, das passt perfekt. Oh, das ist super. Mit diesen, das liegt nur an diesen Verbindungen. Das ist ein derartig guter Entwicklungsschritt, den da die Entwickler gemacht haben, dass sie da auch einfach auf die Community gehört haben, dass sie da, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das aus der Community kam, dieser Vorschlag. Hier haben wir keine Abtrünnigen, das passt auch ganz gut, da können wir eine. Ach, sehr schön, wir müssen mal gleich wieder. Oh, wir müssen wieder Raketen losschicken. Denn wir brauchen wieder elektronische Geräte. 85 elektronische Geräte. Ich mache 2×40. Um wieder 2 Raketen dann auch wegschicken zu können. Mit meinem Edelmetall. Hier machen wir auch mal die Sortierung ein bisschen anders. Einfach, dass die sich ein bisschen mehr abwechseln und ein bisschen Struktur reinkommt. Gut, hier strukturmäßig Metall haben wir. Edelmetall und Polymer ist hier das Mangel. Weil die hier oben das irgendwie nicht bauen. Warum baut ihr das nicht, Heile? Warum ist das eigentlich? Warum ist denn? Verstehe ich nicht, hä? Es hat Verbindung zum Strom und zum. Willst du mich verarschen? Das kann erst repariert werden, wenn die Kältewelle vorbei ist? Das war ja ein Witz. Warte mal, das war ja ein Witz. Eine Heizung kann erst repariert werden, wenn die Kälte weg ist? Das ist ein Witz, oder? Das ist ein ganz, ganz schlechter Witz. Nee, wir kommen nicht bis dahin. Nee, schade. Wir können die Mine hier noch mit einfangen. Ist schon mal ganz gut.
Bauen wir jetzt eine zweite Heizung, damit die erste Heizung wieder funktioniert? Ich glaube nicht. Hier können wir auch überall das Fabriken-Update. Das kostet natürlich jetzt wieder ganz, ganz viel Materialien. Aber das brauchen wir natürlich schon. Hier können wir übrigens auch noch das Upgrade machen. Das kostet nur Polymer. Du hast noch keine Verwendung gefunden, ne? Dann machen wir hier wieder Polymer. Da verbrauchen wir ja gerade ein bisschen was. Skurrile System, Heizungen müssen... Resources are low. Ich weiß. Heizungen müssen beheizt werden, damit sie funktionieren. Das ist doch skurril. Wo ist die andere Heizung? Da. Es fehlt ein bisschen. Ist die ja noch in der Kältesituation? Ja, ist sie noch. Das kannst du dir auch nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken, diesen Unsinn. Dann bauen wir dich aber einfach hier hin. Rohrmäßig dürfte das ja theoretisch automatisch verbunden werden. Problem. Wie kriege ich dieses Stück Rohr da jetzt weg? Muss man es halt so machen. Und da ich hier einfach auf Nummer sicher gehen möchte, so, bevor mir jetzt der gleich dann sagt, so, das geht aber nicht. Okay, da haben wir jetzt einfach ein hängendes Stück Rohr hier rumliegen. Schön. Meine Fresse. So, ganz, ganz schnell, damit er hier nicht einfriert. So, gut. Hui. Damit dürfte diese Kuppel nämlich auch nicht mehr unter Stromverbrauch leiden, unter extra Stromverbrauch leiden. Aber wir haben jetzt ein bisschen Wasserproblematik. Ach, unsere Raketen sind da. Sehr schön. Beinahe übersehen. Wir haben ein bisschen zu wenig Wasser, das darf natürlich auch nicht sein. Da müssen wir auch gegensteuern, indem wir zum Beispiel hier an diese Anlage einen Feuchtigkeitsvaporator anbinden, irgendwo, wo wir noch Platz haben. Hier oben haben wir noch Platz. Und dann... Hier könnten wir eigentlich auch noch einen hinbauen, ne? Überdeckt zwar das Betonvorkommen, aber Rain. Wichtig ist ja nur, dass es hier irgendwo in dem erwärmten Gebiet ist, damit das nicht zufriert. Das ist das Wichtige. Sehr schön, sehr schön. Dann dürften wir auch gleich das Wasser gelöst haben. Weil ich auch nicht weiß, ob das vielleicht hier das... Hier kann das Wasser eigentlich nicht das Problem sein, oder? Ist hier das Problem Wasser? Oh ja. Wegen dieser Kuppel, ne? Problems. Then we do... This. Das kann wieder weg. Du, mein Freund, kriegst eine erhöhte Reichweite. Und dann kommt... Hier denn ist die. Diese Kuppel ist die... Nein, sehr gut. Na, die Kuppel ist natürlich ein bisschen Problem. Wegen der Wärme. Wegen der Wärme.
Ja, du hast keinen Strom. Das ist natürlich ein Problem. Wer hat denn das hier gebaut? Wer baut denn so komisch? Die erste Rakete ist wieder abfahrbereit. Sehr schön. Ah, warte mal. Wir müssen wieder Stromköder bauen. Hier haben wir jetzt Metall und Polymer. Das heißt, hier reichen erstmal wieder zwei. Hier ist ja die große Verbrauchsparty. Sachen Edelmetall. Wie gesagt, wir bauen hier auch mal ein Edelmetalldepot gleich hin. Wir hätten auch da unten die Rakete landen können, fällt mir gerade auf. Wieso lande ich denn die immer da hinten? Das ist ja total dumm. Dass die immer da hinten landet. Was ist mit der anderen Rakete? Was ist mit dir? Ach, das bist du! Ach so! Was ist mit dir? Ach, du kannst auch nicht abheben, weil du noch nicht genügend Treibstoff hast. Das ist wieder ein Köder. Besetzt, da werden wir mit... Was? Wo? Haben wir da keine... Shit, wir haben keine... Oh, erstmal, du musst definitiv sofort wegfahren, mein Freund. Du auch. Und du reist gerade bis da nicht hin. Na, ist ja okay. Aber da vielleicht trotzdem mal einen Laser hinsetzen, damit nicht sowas wieder passiert. Man, die reparieren das sofort... Trotzdem muss es ja nicht sein. Das muss ja nicht sein. Ich würde gerne wissen, wie, dass das hier irgendwo steht, wie viele wir dann noch sind. Wie viele von diesen Kuppeln noch da sind. Sehr schön. Du bist auch abflugbereit. Auf Wiedersehen. Und ich habe vor, dann auch bald in die Forschungsrichtung für die Mine zu gehen. Also, dass wir hier diese riesen... das Mohole-Projekt erforschen. Da wollen wir auch noch Spalten. So, hier rund um die Uhr bitte arbeiten. Hier wird rund um die Uhr gearbeitet. Hier auch. Sehr schön. Wie sieht's hier aus? Freie Arbeitsplätze. Obdachlose. Nein! Inaktive Gebäude? Dann, da wir immer noch Betonmangel haben, wir brauchen halt einfach sehr, sehr viel Beton. Wir produzieren zwar überall Beton, aber trotzdem reißt uns ein bisschen. Achso, zu weit von einem Drohnenkommandanten entfernt. Hier oben wäre auch noch Beton. Kaltes Tier. Tiere. Dann haben die ein bisschen was zu tun, können den Beton hier oben hin transportieren. Hier oben haben wir auch noch das Wasser. Das heißt, wenn wir hier irgendwann mal wirklich in die Problemsituation kommen, zu wenig Wasser zu haben, können wir auch noch da oben die weitere Wasserproduktion anschließen. Was ist hier dein Problem? Das Gebäude wurde abgeschaltet. Ach so. Wir schalten das mal wieder an. Wie sieht es hier drinnen aus? Das ist aus mir nicht empfindlichen Gründen nicht an. Warum nicht? Automatisierte Farmen. Woo! Das bedeutet, wir haben wieder Arbeitsplätze frei, Arbeitskapazitäten frei. Denn wir brauchen hier jetzt gleich, wenn wir das angemacht haben, nur noch 4 und nicht mehr 6 Leute. Das heißt, pro Farm 2 Leute weniger bei gleicher Effizienz. Waren das die alle? Die 2? Ja, scheinbar. Ja, Stromknappheit.
Wir brauchen Edelmetall, wir brauchen Edelmetall. Und hier unten brauchen wir auch Metall. Brauchen wir Edelmetall und Metall. Sehe ich das richtig, dass wir fast alle Kugeln weg haben? Sehe ich das richtig, dass wir alle Kugeln weg haben? Ich sehe keine Kugel mehr, die frei rumfliegt. Seht ihr noch eine Kugel, die frei rumfliegt? Ich dachte, da oben ist noch eine. Wir haben ja auch noch eine von diesen Stromködern. Ich baue einfach zur Sicherheit mal noch einen. Hier überall so ein bisschen verteilt hin. Bevor die sich da oben auch wieder teilt. Das ist nämlich, glaube ich, die letzte. Vielleicht lässt sie sich von diesem Köder hier einfangen. Das sieht sehr gut aus. Ja, 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 ja. Guck mal. Hallo, mein Kleiner. Funding received. Ich glaube, das waren alle Kugeln. Das müssen wir nur noch auseinandernehmen. Und dann haben wir es geschafft. Den Stromköder können wir gleich mal abreißen. Gucken wir mal, dass wir noch... Hier bauen wir jetzt mal ein bisschen was rein. Ja, ja. Erschöpfte Vorkommen, erschöpfte Vorkommen. Erstmal die Grundsachen bauen, farmen und... Wo ist hier erschöpft? Da oben. Aha. Und dann müssten wir gleich keine Kälte mehr haben. Das wäre natürlich fantastisch. Auch hier schon, sehr schön, haben sie schon erweitert. Das heißt, da sind weniger Leute drin. Bedeutet, wir können jetzt zum Beispiel wirklich sagen, dass hier nur die Fachkräfte drin arbeiten sollen. Was sie auch schon tun. Das ist alles versorgt hier. Das ist auch versorgt. Das ist auch versorgt. Wir brauchen... Das Problem ist, jetzt brauchen wir natürlich ganz, ganz viel nochmal elektronische Geräte. Die holen wir uns nochmal mit einer Rakete. Und dann, wie sieht's hier aus? Wo sind die Kugeln gerade? Du wirst zerlegt, 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 zerlegt. Ihr werdet auch zerlegt? Zerlegt, zerlegt, zerlegt. Ihr braucht Beton, ne? Das ist so ein bisschen das Problem gerade bei euch. Wir haben hier keinen Beton. Da oben produzieren wir Beton. Und zu wenig Strom. Aha. Ja, hier müssen mehr Leute arbeiten. Das ist hier das große Problem. Wir haben sehr viel Nahrung, aber zu wenig Leute. Deswegen bauen wir ja hier gerade noch ein paar mehr Infrastrukturen auf, damit hier wieder Leute leben können. Wie zum Beispiel eine Kindertagesstätte. Und ein... Jetzt geht's los. Ein Diner brauchen wir auf jeden Fall auch wieder. Eine Krankenstation und eine Sicherheitsstation. Ich lasse hier gleich mal ein bisschen... Nee, warte mal. Ach, wir können... Ach, geil, guck mal, wir können den gleich da so nutzen. Lassen wir diesen Punkt hier nämlich frei. Dann können wir nämlich hier rüber zur nächsten Kuppel verbinden, wenn wir das irgendwann mal vorhaben sollen. Des Weiteren brauchen wir ein Lebensmittelgeschäft. Und eine Fitness-Freiluft-Arena. Dann haben die nämlich da oben auch mal eine. Und auch ein Casino. Kann man auch bauen, kann man auch bauen. Eine Schule haben die, glaube ich, alle, ne? Nee, eine Weltraumbar brauchen wir auch, ne? Haben die eine Weltraumbar? Nee, guck mal, die haben nicht mal eine Weltraumbar. Die armen, armen, armen Leute. Ein Kunstladen? Haben sie einen Kunstladen? Die haben einen Kunstladen, sehr gut. Woran hapert es hier, wenn es irgendwo hapert? Einkaufen, Sozialservice, naja gut. Da können wir auch gegen helfen, indem wir eine Gartenecke hier noch hinbauen, bei dem Lebensmittelladen. Müssen wir auch gleich mal die Deckungspflanzen aufbauen.
passt hier eine Übergangsrampe drauf. Ja, sehr gut. Das brauchen wir nämlich auch. Ja, was jetzt? Ich sehe keine Kugeln mehr. Sind alle Kugeln weg. Trotzdem immer noch unbekannte Kältedauer? Trotz ohne Kugeln? Ist dein Problem? Problematische Kolonisten? Was willst du denn? Hat das Glück im Casino verloren. Ach nein. Ja, das ist natürlich... wo arbeitest du denn? Resources are low. Ich weiß, wo arbeitest du? Nicht auf Jobsuche? Verstehe ich nicht. Hör mal, brauchst du mal Besonnenheit. Du musst die... Das tust du auch gerade, du besuchst die Krankenstation. Das ist ganz gut. Ich überlege, ob wir auch mal das Sanatorium erforschen. Hier müssen wir auch mal wieder aktivieren jetzt. Jetzt müssen wir nämlich mal gucken, dass wir die ganzen Strukturen wieder zum Laufen kriegen. Um unsere Produktion selbst wieder zu erhalten. Gerade Metall. Oh, Metall. Das ist natürlich so ein Ding, ne? Metall. Ja, ist gut. Wir brauchen dann hier auch natürlich noch eine Rohrverbindung. So. Da hinten sind die schwer beladen. Das ist ja was ganz Neues. Naja, Mittel ist ja nicht schwer beladen, ne? Wie viel Platz ist hier noch drin? Okay, da ist noch ganz viel Ressourcen. Sind da noch drin, ne? Sehr schön. Hier wird ja jetzt auch deutlich mehr produziert. Unsere Rakete ist da. Lande mal genau in der Mitte. Wir haben 1000 Edelmetalle. In der Hinsicht dürfte das also schon passen. Du, mein Freund, wirst hier gleich mal den Bereich um diese ganze Kuppel erwärmen. Du bist nicht aktiv. Wir haben keine... Wir produzieren keine Polymere hier. Wir haben keine Polymerfabrik. Wieso haben wir denn hier keine Polymerfabrik? Katafi, was denkst du dir denn dabei, du Nase? Ich muss es doch hier oben hinsetzen. Trotz dass es kalt ist. Aber kalt heißt hier in diesem Fall nur mehr Stromverbrauch. Und nicht, dass es einfriert. Hoffe ich mal. No active research. Ja, widerstandsfähige Architektur. Das ist sehr wichtig. Dann müssen die nämlich weniger Ressourcen draußen verbrauchen. Das wäre auch ganz nützlich. Das hier ebenfalls. Aber wir werden jetzt erstmal das... die Sanatorium... Richtung bauen. Damit wir die ganzen Schwächen wegkriegen. Denn wenn wir die weg haben, dürfte einiges mehr an Produktion und deutlich weniger an Problemen existieren. Das ist natürlich jetzt auch wieder so ein Ding. Eigentlich ist es nicht nötig. Aber es schadet auch nicht, dieses Upgrade zu haben, dieser Reduzierung der Schwächen. Hier sitzen jetzt schon wieder 20 drinne. Was fehlt? Spielen. Meine Güte. Spielen fehlt. Naja, gut. Dürfte sich ja vielleicht bald wieder liegen. Shuttle-Schwert laden immer noch. Mich wundert es, dass hier nichts weiter passiert. Gerade mit den
Kugeln. Ich baue einfach mal aus Spaß. Spaß. Aus Notwehr eine weitere von diesen Plattformen und gucken wir mal, was da passiert. Wenn wir noch eine haben, die sozusagen unbesetzt ist, dass wir vielleicht dieses Ereignis eigentlich triggern müssen. Dass plötzlich gesagt wird, wir haben zu wenig. Also es gibt keine Kugeln mehr, die wir damit einfangen können. Das ist unsinnig, das weiter zu bauen. Hatte ich das Teil auch vernünftig platziert? Ja, das ist. Warum wird das nicht gebaut? Weil wir keinen Beton haben? Wir haben keinen Beton mehr hier? Wir haben kaum noch Beton hier. Ach ja, das große Problem. Das allseits bekannte große Problem mit dem Beton. Unsere Rakete ist fertig und darf wieder abhauen. Natürlich, die Shuttles müssen das da oben mal wieder abholen, aber das geht schon. Ansonsten haben wir halt leider nirgendwo mehr echten Beton hier rumliegen. Es gibt ja auch da ein Wunder für, was die Betonproduktion dann für uns erledigt. Wieso haben wir Wasserknappheit? In welchem System haben wir... Hier haben wir Wasserknappheit? Ja, weißt du was? Komm hier. Wo ist der Wasserextraktor? Da ist der Wasserextraktor. Dann haben wir damit das Problem auch schon mal gelöst. Strom hingegen... Naja, müssen wir mal beobachten. Da scheint ein bisschen... Scheint es ein bisschen Mangel gerade zu geben. Ich weiß noch nicht genau, warum. Zur Not müssen wir noch einen weiteren Fusionsreaktor bauen. Müssen wir mal gucken, wo wir Arbeitskräfte über haben. Ich meine, ich habe das Gefühl, dass wir hier freie Arbeitsplätze ziehen. Arbeitslos, hier ist einer arbeitslos. Hier sind Arbeitsplätze frei, das ist natürlich unschön. Hier ist einer arbeitslos, hier sind freie Arbeitsplätze. Hier müssen mal weitere Wohnungen hin, habe ich das Gefühl, oder? Ja, hier müssen weitere Wohnungen hin. Was ist dein Problem? Ach, da arbeitet keiner. Ach so. Ja, hier soll ja auch diese komische Pflanze gebaut werden. Du bist bei 100, dann brauchen wir jetzt Obst. Mais. Ne, warte mal, hier bauen wir Mais. Nein, hier bauen wir Mais. Hier bauen wir Obst und da bauen wir Weizen. Dann bauen wir hier gleich mal noch einen hin. Das Hawkins-Institut ist besetzt. Wir haben echt zu wenig Strom. Krass. Hier ist halt viel Expansion gerade passiert. Mit den ganzen Kuppeln. Pass auf, wir werden hier einfach mal auch noch ein weiteres Apartment hinsetzen. Crop failure reported. Ja, ja. Das ist nicht so schlimm. Und dann, glaube ich, schadet es vielleicht nicht, noch einen weiteren Fusionsreaktor zu bauen. Ich muss jetzt nur ein bisschen im Blick haben, wohin wir das platzieren, damit wir uns die Wege nicht bauen. Weil hier, nee, hier ist eher nicht nötig, weil hier arbeiten eh schon nicht so viele drin. Wenn, könnten wir hier mal noch einen weiteren hinbauen, glaube ich. Die Frage ist nur, wo? Am besten hier so. Haben wir auch wieder zwei Kuppeln, die das... Haben wir die große neue Kuppel. Meine Güte, da sind schon wieder... Haben wir, wie sieht's aus? Warte mal ganz kurz hier. Sehr gut. Was willst du? Nahrung? Oh ja. Oh ja. Das ist nicht gut. Das ist wahrlich nicht gut. Das hier muss ja auch erstmal anlaufen gerade.
Hier ist noch genügend Nahrung, so ist es nicht. Das muss nur rüber geschafft werden. Das ist ein bisschen schwierig mit den wenigen Shuttlen, die wir haben. Oh ja, die sind alle schwer beladen. Hoch, hoch, hoch. Wir brauchen eine weitere Shuttle Bay. Ich würde sagen, wir bauen noch eine in die Mitte. Der Karte, also hier noch eine hin. Um ein bisschen mehr Kontrolle über das Ganze zu haben. Wie sieht's aus? Warte mal. Einer ist immer noch problematisch. Zwei sind arbeitslos. Ja, wir bauen ja gerade. Wir bauen ja gerade. Es fehlt Beton. Ja, natürlich. Was sonst? Funding received. Sehr gut. Ich überlege, ob ich mal schnell Nahrung kaufe. Nahrung und... Machen wir mal. Pass auf, wir kaufen mal elektronische Geräte und Nahrung. Aber bei Nahrung ist es so wenig. Für das Geld ist es so wenig. Ich glaube, das Problem könnte sich lösen mit dem Shuttle Bay hier, mit dem Shuttle Hub. Dann löst sich das. Okay. Das ist aber, glaube ich, ein Problem für die nächste Folge, nicht mehr für heute. Wir haben die Kugeln ausgerottet. Bisher ist aber noch nicht wieder was passiert. Wir haben auch keine weitere besondere Forschung hier eigentlich. Die in der Hinsicht... Ich mache mal noch die beiden Durchbrüche einfach, damit wir die weg haben. Vielleicht liegt es daran, keine Ahnung. Jedenfalls weiß ich nicht, woran es gerade genau liegt, dass dort keine weitere Entwicklung ist. Naja. Wir werden es aber beim nächsten Mal vielleicht erfahren. Wir haben geschafft, was wir heute uns vorgenommen haben. Die Kugeln sind weg und jetzt stehen wir vor einem neuen Problem, welches sich Nahrung nennt, aber auch das kriegen wir hin. Strom, Ressourcen müssen wir jetzt gucken, dass wir die wieder selbst irgendwo aufgebaut bekommen. Aber das sind alles Dinge für ein anderes Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.